Hallo YouTube, hallo Fans von Unravel. Heute gehen wir in das Level unten im Loch. Hört sich ein bisschen nach so, ja, Bergbau-Action an. Schauen wir mal. Na, okay. Ja, scheint auf jeden Fall in die Richtung zu gehen. Schauen wir mal. Okay, es wird düsterer, definitiv. Da sind schon wieder Viecher unterwegs. Ich laufe lieber gleich mal weiter. Na, ja, bis jetzt geht's. Au. Okay, au. Och Gott, wie er guckt, auch die Augen, oder? So richtig ängstlich. Ah, oh, es ist so cool gemacht. Schaut ihn euch an. Der will hier nur weg. Und ich eigentlich auch. Komm, ja, dann lauf halt ein bisschen schneller. Oh mein Gott, jetzt aber schnell hier rüber. Genauso dachte ich mir, wird es bei dem Entgleist-Level, wenn wir da über die Schienen gehen. Und ja. So, Moment. Ist da irgendwas? Da leuchtet doch was. Da leuchtet doch was? Ja, eben. Oh, Stoppschilder. Mining AB. Okay, es ist anscheinend auf jeden Fall irgendwie so eine Kohlemine. Wobei hier so mit so Stoppschildern. Oder vielleicht doch irgendwas. Ah, okay. Okay, also da gab es anscheinend einen Unfall. Okay, wir müssen über den Zaun. Jetzt schieben wir das mal. Zurück. Achso, nee, Quatsch, wir müssen hier hoch. Und hüpf. Ah, au. So, auf ein neues. Hüpf. Können aber hier nicht. Nee, wir müssen uns da hochschwingen. Ach, komm, mach. Gibt's ja nicht. Wir können uns da oben doch, oder ist das nur so ein Nee, aber da können wir uns doch bestimmt. So, jetzt probieren wir's. Ah, oder nee, Quatsch, da können wir nicht. Haha. Moment. Da brauchen wir eine Brücke, oder? Macht er eine? Ja, wunderbar. Genau, weil das sind so Dinger, da kann man sich, glaube ich, da nicht festhalten dran. So, oh. Nochmal hoch. Okay, gehen wir mal weiter. Ist hier irgendwie cool? Ja, schon komisch da hinten. Da ist bestimmt wieder was versteckt. Naja. So. Jetzt ist die Frage, ob wir. Komm, wir probieren da einfach direkt. Genau. Ha. Aua. Und Blitz und Donner. Oh Gott, und frieren tut er auch. Der arme Jani. Gehen wir mal schnell weiter. Wow. Fässer. Wobei das Fass ist, wirkt ja jetzt fast ein bisschen klein, oder? Oder er ist doch größer als gedacht. Naja, gehen wir mal weiter. Gehst du? Ja. Ja, also, hallo. Das kann man bestimmt. Ja, aufmachen.
Es ist ja sogar erschrocken, glaube ich, von dem Ding, was da aufgegangen ist. Igitt. Das. Was jetzt? Okay. Können wir da auf das Ding hoch? Ah ja. Okay. Achso, ne, da können wir. Da brauchen wir nicht schwingen, da können wir so hoch. Mehr Schnur. Jetzt können wir auf jeden Fall hier ein bisschen weiter. Und wir können uns das nächste Bild holen. Oh, Igitt, ja. Also es ist wirklich unangenehmes Zeug. Haben die da... Aber die sind doch gerade so in Schweden. Ist doch viel so auf Natur aus und so weiter. Oder hätte ich jetzt irgendwie erwartet. Aber gut, die haben natürlich auch wahrscheinlich irgendwie Industrie und letzten Endes die gleichen Probleme wie alle anderen auch mit dem Giftzeug. Okay. So. Ich gehe mal davon aus, genau, das. Ja. Oh, das reicht nicht, das reicht nicht. Das reicht. Aber ich glaube, so blöd war es gar nicht. Ich muss das nur irgendwie... irgendwie schneller machen, glaube ich. Ach, jetzt muss ich das wieder da hoch. Nee, oder? Vielleicht brauche ich das gar nicht. Ah, doch, da brauche ich es. Naja, gut. Hilft nichts. So, jetzt ziehen wir es mal hoch. So, ah. Okay, wir ziehen es nicht hoch, wir schieben es hoch. Ja. Das ist auch so nett, wenn er auf diesen Dingern da dann entlang läuft. So. Okay, aber das ist jetzt die Stelle. Das heißt, wir müssen hier runter, müssen dann irgendwie uns wahrscheinlich hier unter diesem Vorsprung. Können wir das gleich ein bisschen weg? Ich will das eigentlich gleich ein bisschen. Ah, nein, soweit wahrscheinlich nicht. So. Hahaha, so schaut's gut aus. So. Machen wir das Ding hier wieder auf. Für das erste Fass. Machen wir so. Und dann. Ist das Ding platt? Aber platt ist doch... Ach, okay, jetzt komme ich so hoch. Ach, weil der Vorsprung irgendwie weg ist. Sehr gut. Na, jetzt wird's... Oh, nein, komm! Ach, der Arme. Steht hier mitten im Gift. Da müssen wir irgendwie, glaube ich, schnell durch. Das hilft nichts. Und da ist ein Dings. Okay, das heißt, wenn die Fässer weg sind. Genau. Können wir die Flasche weg? Hihihi, ein Secret. Okay. Da ist mehr kaputt gegangen anscheinend. Okay, naja. So, machen wir das mal so. Und hui! Ah, jetzt dachte ich, da geht's bestimmt irgendwie gleich weiter. Ins Leere gesprungen. Okay, wir müssen irgendwie darüber. Ah, okay. So, das heißt, ein bisschen mehr Schnur. Und hui! Ja, wunderbar. Dann klettern wir hier drüber. Okay.
Ich mach mal lieber langsam. Wer weiß, was hier unten. Okay. Okay, ja, gut. Da müssen wir wahrscheinlich. Oder können wir das. Nee. Ziehen wir es gleich mal rüber. Und die müssen wir ja. Ach, ich geb das Dreckszeug da. Die müssen wir bestimmt mitnehmen. Na, komm. Na. Na, komm mit Schwung. Die hängt da irgendwie in dem Faden dran wahrscheinlich jetzt. So. Okay, ich dachte jetzt irgendwie das Ding. Ah. Ja. Ah, oh, das Geräusch. Das war. Ich glaube, ertrunken sind wir dann nicht. Ah. Ah, okay, ist jetzt schon hier drüben. Das ist natürlich gut. Ja, da komm, dann schiebt man das Ding erstmal da rein. Das wird das hier aushalten. Genau. So. Bisschen geht's da noch? Ne, geht's nicht. Dann machen wir uns eine Brücke. Hui. Und gehen mal da hoch. Ist hier cool? Kommen wir da weiter? Oh. Oh. Ich fand eigentlich, genau. So. Da drüben. Ah, da drüben leuchtet was. Genau. Wunderbar. Ah. Oh nein. Nein. Oh. Das ist ja doof. Wie weit müssen wir nochmal? Oh Gott. Ich merke schon. Die Flasche. Achso, ist das. Oh Gott, ist das. Die Flasche ist weg. Ah. Ja. Müssen wir echt irgendwie. Ah, das ist aber auch so. Das ist dann immer so rutschig. Und eigentlich denke ich mir ja, die Flasche, wenn die da im Wasser lag, spielt es auch eigentlich keine Rolle, ob man jetzt direkt reinfällt oder einfach nur sich die Füße hier. Komm, gleich weiter. Oh, oh, ich hab drüben. Ich muss wieder zurück. Ah, oh, okay. Glück. Glück gehabt. So, aber diesmal machen wir es anders. Diesmal schwingen wir uns zurück, glaube ich. Genau, dann können die Dinge erstmal schön runterfallen. Tja. So schaut's aus. Okay. Oh nee, Fässer nicht weit auseinander. Oh Gott. Und dann noch im Hintergrund die Blitz und Donner. So, hier noch rüber. Oh, da ist ein Ding. Ein Secret. Schauen wir mal, kommen wir da irgendwie. Ach, das schaffen wir doch, oder? Können wir. Oder? Allzu weit möchte ich. Ah! Ja, war zu weit. Aber wir haben zum Glück ja uns hier hinten noch das Ding hier geholt. Das ist so gemein, das haben die absichtlich gemacht, da bin ich mir ja schon wieder fast sicher. So ungefähr hier, na, probier's ruhig. Ja, du müsstest ganz weit runter, blöderweise ist da unten Säure. Ich denke mir immer, dass Entwickler da auch eine Menge Spaß haben, wenn sie sich sowas dann anschauen, wie die Leute. Ich meine, das gab's ja früher nicht. Ich denke mal, früher war es dann eher schwierig. So gab's dann vielleicht so. Leserbriefe, ja, in irgendeiner Computerzeitschrift, wo die Leute dann so, ja, also das Spiel finde ich jetzt aber nicht so gut. Heute können sich die Entwickler das Ganze dann auch auf YouTube anschauen, was die, ja, was die Leute so, okay, was die Leute so mit dem Spiel veranstalten und wo sie wirklich Probleme haben, wo sie sich vielleicht echt freuen, wo sie verzweifeln, wo sie echt das Spiel so, ah, hab keine Lust mehr. Ich denke, das macht es auch wesentlich einfacher, dann. Ja, auf sowas zu reagieren, vielleicht einen Patch rauszuhauen oder. Das war früher auch alles viel schwieriger, glaube ich. Ja,
Ich würde sagen, wir haben ja hier schon wieder so einen Safe-Punkt erreicht. Wir haben eine Viertelstunde, liegt natürlich auch an meinem ganzen Gequatsche wieder. Aber Viertelstunde reicht im Normalfall, bevor wir jetzt hier verzweifeln und ich mittendrin dann aufhören will. Machen wir hier einen Cut und ja, dann geht's genau hier an dieser Stelle morgen weiter. Macht's gut und bis dann. Servus.